Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge XXL Farm mit dem Malonation LP. Hallo. So, und hier auf dem Marchfelder Land natürlich. Hallo, warum fährt denn der rückwärts? Was soll denn das? Steuerung, Leertaste. Ja, funktioniert schon. Warte mal. Rocken. Verdammt. Was habe ich gerade gesagt, was wir anpflanzen? Hopfen, Gerste und... Hey, warum kann ich jetzt das Ding nicht... Irgendwas noch. Achso. Ja, Hopfen und Gerste, genau. Wir pflanzen hier Gerste an. Ich hoffe, ich kann da jetzt drüber fahren. Und das resettet sich. Wir wollen jetzt alle Produkte für... Für Tigerfarm machen. Für Tigerfarm machen. Damit er sein Grundnahrungsmittel bekommt. Das heißt, wir brauchen Weizen oder Gerste, Hopfen und Wasser in der Brauerei. Ja, Brauerei habe ich auch schon vor keine Ahnung wie viele Wochen gemacht. Die Brauerei. Haben wir da schon Wasser drin? Da haben wir schon Wasser drin, ja. Ja, das ist ja dann von Vorteil. Das hatte ich dahin gebracht, das weiß ich noch. Optimal. So, wir pflanzen Gerste an, weil Gerste ein bisschen höheren Ertrag hat als Weizen. Und wir den Hopfen auf Feld 13 anpflanzen und es so riesig ist. Deshalb pflanzen wir hier jetzt auf den zwei kleinen Feldern die Gerste an. Und wir haben uns entschieden, kein Season drauf zu machen. Genau, kein Season, weil Zeit. Dauert einfach viel zu lang, bis du da irgendwas machen kannst. Ansehen geht ja relativ flott mit dem Gespann hier. Ich glaube, ich werde hier so 3, höchstens 4 Bahnen haben. So, du holst gerade Mehl. Jo. Jetzt bin ich gerade nur am Überlegen. Ich glaube, wir ändern da was an unserem Plan. Ist Brauerei voll mit Wasser? Ich spring mal hin. Muss eigentlich nicht. Global Company. Achso, ja. Ist doch kein Wasser drin. Gut, dann doch, wird... Da, doch, 48% ist da drin. Okay, dann wäre der Plan eher, dass du erstmal das Wasser da voll machst. Okay, dann bringe ich das Mehl einmal in Silo und dann machen wir da Wässerchen. Was ich noch am Überlegen bin, ist theoretisch, Feld 16 müsste eigentlich gekalkt werden. Oder gepflügt? Ups. Gepflügt müsste es werden. Dafür bräuchten wir jetzt Tiger. Hehe. Wir können nur zu dritt dort pflügen. Haben wir schon einen Pflug? Ich glaube nicht. Nachher auf dem Hof gucken. Ja, ich fahre da jetzt eh hin. Ja, dann kannst du mal gucken. Und je nachdem holen wir uns dann noch 2 Tiefen lockerer. Dann machen wir da nächste Folge Attacke. Bevor ich da ansehe. So, und halt. Okay, muss doch 5-mal drüber fahren hier über das kleine Ding. Arbeitsbreite ist doch nicht ganz ausreichend mit 25 Metern. Könnte noch größer sein, ne? Ja, ein so ein Klappvorrichtung mehr wäre interessant. Nee, ist schon gigantisch, also. Es wäre dann schon ein bisschen übertrieben,
Ah, was du mal noch machen kannst, ist bei dem Anhänger und der Dolly die Felgenfarbe auf, wie heißt das? Unix? Ne, auf Jet. Ne, auf das Schwarz halt. Aber nicht Was das. ich ja auch schon auf dem Fast Truck habe. Ja, das gefällt mir nämlich nicht mit den grünen Felgen. Der Fast Truck ist fast leer, ne? Ah, Benzin, genau, Diesel. Stimmt, hatte ich gestern, also in der letzten Aufnahme schon gesehen. Raps haben wir keinen, gell? Wo lädt man denn das hier ab? Im Silo, ganz normal. Geht es nicht? Ja. Ah, du musst den Anhänger hinten auswählen und die Luke öffnen mit N. Erst dann kannst du abladen. Ausgewählt, aber kein. Wenn das nicht geht, oh, dann ist das da vielleicht nicht hinzugefügt zu dem Silo. Dann können wir es gar nicht abladen. Dann müsste es doch verkaufen fahren. Nö, anscheinend nicht. Warum machst du nichts hier? Ich guck mal, was so gibt. Welches das war wahrscheinlich mehr. Willst, glaube ich, das mit dem Teelöffel oder so. Und mit dem Löffel. Mit den Löffel, das ist glaube ich Zucker. Wenn es das überhaupt auf dieser Map gibt. Nee, mit dieser Holzkelle da. Naja, okay. Genau jetzt wird der Preis schlechter. Da muss ich hin Ah, machen. dann Attacke. Mal gucken, wie viel ich mit dem Fast Truck noch rausholen kann. Der hat damit ein bisschen zu kämpfen. Mit dem Fass? Also, ja. Also, er beschleunigt halt langsamer. Ein Riesenteil, was da hinten dran hängt. Und vor allen Dingen, wenn es voll ist. Jo. Aber jetzt optimal, was ich jetzt gerade wieder mache, ey. Zwei Streifen links und rechts stehen lassen. Aber so voll ist es doch gar nicht, oder? Wie viel hast du denn jetzt drin? Komplett voll, 120.000 Liter. Mit Mehl. Mit Mehl, ja. Ach, das war, glaube ich, noch voll. Ja, 92% war da vorher und jetzt, dann Ja. habe ich das nochmal voll gefüllt. Okay. Aber dann lohnt sich ja auch der Verkauf. Ja, 4.000 irgendwas noch dazu für pro 1.000 Liter. Ja, eine halbe Million kommt rein. Wenn ich, oh, wenn es nicht lecken würde. Das kann nicht sein. Arona? Ist ein lokaler Server, kann nicht sein, dass es da liegt. Also. Kappa. Dann haben wir 800.000. Bin ich gerade fast am Überlegen, was wir uns da. Wir haben zwei Drescher, zwei Schneidwerke. Was wir uns da dann nochmal leisten. Wir können 100, wir haben 900, 911.000 Euro mittlerweile. Mehl bringt halt schon ordentlich was. Übelst, auch die Sojamilch. Eigentlich sollte man die doch noch verkaufen. Soll ich das jetzt erstmal angehen? Ja, mach, komm. Da Wo ist denn, kommt noch wo mal ist eine halbe, denn? 600.000 oder so. Bei dabei war. Da bin ich gerade. Ah, da bin ich sogar gerade. Nee. Perfektomat. Dachte, ich fahre da schon dran vorbei. Ich fahr mal. Nee, warte, ich fahr gar nicht so weit. Ich mach hier Feld 13 gleich. Füllung starten. Na, mal gucken. So. Da Feld 16 machen wir dann, wenn es gepflügt ist. Muss ich nur umstellen. Auf Hopfen. Lol.
Womit pflanzt man Hopfen an? Warte, ich guck mal. Kann es sein, dass man das mit Einzelka. Ja, also da hat man schon mal was, was wir kaufen müssen. Dann kaufe ich davon mal 2 Stück. Wo gibt es den besten Preis für Sojamilch? Weil wenn Natürlich wir hier nur das bei Edeka. wenn wir hier das Feld anpflanzen, dann bräuchte man schon 2 Sämaschinen. In Edeka. Oh, da muss denn ein Stück fahren. Beim Händler rechts runter. Oder bei der Raffinerie runter, glaube ich. Müsste auch gehen. Jetzt ein Stück fahren. Ja, jetzt komm. Ich zuckel hier mit dem Quadrat zu Feld 16. Hey, warte mal, fliegen hier die Schilder im Multiplayer weg? Nee, gell? Nein. Was ich ein bisschen schade finde. Ja, wir haben ja bei unserem Mapbau auch das Problem, dass die Schilder einfach umgefallen sind. Und jetzt mussten wir sie auch fest verbauen, also mit einer festen Kollision. Weil die sonst von alleine umfallen. Mhm. Ja, das ist aber schade, weil das würde denn noch was beim RP mehr machen, weißt du? Genau, ich war auch der Meinung, dann könnte man das so machen, dass die. Aber dann müsste es die Schilder auch wieder platzierbar machen. Weißt du, dass wenn du ein Schild umfährst, musst du 100 Euro zahlen für die Wiederaufstellung. Aber dann hast du überall so lose Schilder rumliegen. Du müsstest die Masse relativ gering setzen, dass du das aufheben kannst, wegtragen. Und dann bräuchtest du die ganzen Schilder noch platzierbar. Dass die ja auch wieder ersetzt werden. Diese Millionäre. Nice one. So, was war jetzt der Plan? Ach so, Wasser. Oder du. Haben wir den Oder? großen Pflug? Haben wir einen großen Flug? Jetzt nicht nachgeguckt, dann gucke ich einfach. Links. Ja, ein paar Fahrzeuge, du. Wir haben einiges an Equipment inzwischen. Ah, doch, wir haben Einzel-Saatkorn-Technik. Die habe ich gerade erst gekauft. Achso, das sind. Ah. Nee, haben wir nicht. Okay, wir brauchen den größten Pflug einmal und Größten. zwei Tiefenlockerer. Den größten Flug wird gekauft. Ja. Einmal. Okay. Und zwei Tiefenlockerer auch Warte, gut. haben wir da nicht vielleicht schon einen? Nee, ich bin nicht der Meinung. Ich habe jetzt auch noch keinen gesehen. Bin auch zweimal den größten, ne? Ja. Nee, da steht nichts. Dann komme ich gerade noch rüber. Dann können wir das nämlich zu Feld 16 schaffen schon mal. Da müssen wir nämlich in der nächsten Folge pflügen. Ja. Was hier? Ja. Freue mich. So, ich hänge mal hier an den Fendt gerade hin. War das Feld 13 oder Feld 16? 16, ne? Pflügen 16. Feld Jetzt 16 schon müsste auch gekalkt werden. Oder ist mal. Kalk aus? Nee. Deshalb müssen wir gucken. Ich fahre jetzt mit dem Fendt und Pflug schon mal zu Feld 16. Der Pflug kommt an den Quadrat dran. Dann haben wir noch 2 Tiefenlockerer rumstehen. Die müsste man mit dem Fast Truck hochfahren.
weil der einfach schneller ist. Und dann könnte man noch den anderen Case, den kleinen Case nehmen und mit dem Kalkstreuer hochfahren. Oder erstmal mit einem tiefen Locker noch. Weil ich gerade am Fluss bin, nehme ich die Wasserstelle nochmal mit. Nein, das ist so teuer. Ja, kannst du schon mal. Wir haben doch kein Geld. Wir haben kein Geld. Wobei ich gerade am Überlegen bin. Wir haben noch keinen Chandelier hier, gell? Oh, es wird Zeit. Es wird richtig Zeit. Ja. Team Johnny. Was war denn das jetzt? Ja, dann geht die Rechnung nämlich auf. Dann fährst du mit einem tiefen Lockrohr noch hinter, mit dem Case, mit dem JCB. Ja. Dann kaufe ich noch einen Johnny und fahre dann mit Johnny und tiefen Lockrohr noch hinter. Jo. Weil dann haben wir ein Fahrzeug zu viel hinten stehen. Stimmt, letzte Aufnahme war das ja so, wir haben zu Tiger gefahren, wir kaufen Johnny und da hat er doch gesagt, nee, will ich nicht. Ja, ja, ja. Der heult ja immer rum wegen John Deere. Also Deutsch kann ich verstehen. Aber nicht John Deere. Ey, ich habe eine Idee. Aber ich weiß nicht. Er ist in einer der nächsten Aufnahmen wieder dabei. Und ich werde vorher den Fendt verkaufen. Oh ja, gute Idee. Ich werde es tun. Soll ich den verkaufen? Ja, wir müssen nur warten, bis er dann da ist. Wobei, den können wir auch jetzt dann verkaufen, wenn alles Equipment hinten steht. Beziehungsweise, warte mal, wo kannst du verkaufen? Einfach so im Dings. Ja. Ach so, nee. Nee, dahin fahren? Ja, sitzen zurück an Händler. Kostet ja nix. Kostet wo ja steht nix. Er denn? Bei Feld 16. So. Hä, bist du gerade mit dem... Achso, hier ist er. Nee, da wollte ich, hier wollte ich mal. Dann bin ich hier, fahre ich mal kurz den Boomer ein bisschen ein und dann... Also, das Wasserfass steht am Händler. Jo, passt. Ich nehme jetzt den Kalkstreuer mit nach hinten schon mal. Ich glaube, wir sind wieder Millionäre. Gleich. Wegen was? Wegen dem Fendt. Ja, okay, aber wenn wir den Johnny kaufen in der nächsten Folge, dann. Ja, dann. Da ist sogar noch ein bisschen Kalk drin. Och, vielleicht haben wir noch Kalk im Dings da. Oh nee, wo ist denn der Trigger für den Kauf? Okay. Das ist in der Halle? Verkaufen? Ja. Außen an der Werkstatt. Bist denn du? Ich sehe dich gar nicht. An der Wand. Nee, da musste. Fahr mal da hinten jetzt direkt rechts in die Ecke rein. Gut, aber warte noch mit dem Verkaufen. Gut, dann war's das heute für die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein. 18 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.